Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Prey. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich habe ja in der letzten Folge da das Rätsel gelöst, wie es weitergeht. Und jetzt schauen wir noch mal hier. Ja, das aktivierte ich besser nicht, ne? Nur das Teil da am Hals. Und offenbar gibt es hier sonst nichts weiter jetzt, ne? Wir haben das hier, glaube ich, aktiviert und irgendwie müssen wir wahrscheinlich zurück oder so. Dann gibt es erstmal ein bisschen Heilung. Und Munition, wenn wir welche bräuchten. Ja, immer wenn wir welche brauchen, finden wir keine. Und ja, brauchen wir welche nicht, dann ist welche da. Ich spring jetzt einfach mal hier runter. Irgendwie waren wir hier aber schon, ne? Ich glaube schon falsch. Tja, wie läuft jetzt der Hase hier? Spring, spring, spring. Wahrscheinlich hier irgendwie lang, ne? Das macht jedenfalls Sinn. Mal gucken. ja. Okay. Crazy wie E und E hier. Da irgendwie lang. Ja, wahrscheinlich, weil ich da lang muss, ne? Junge, Junge, Junge. Ups. Hier durch, wahrscheinlich, ne? Ne, hier gibt's auch wieder nur Munition. Okay. Ja. Wo geht's denn jetzt hier lang? Das ist die große Frage. Hier waren wir ja, von hier kamen wir ja. Na, mal gucken. Moment mal, ich bin hier über die Dinger rüber gesprungen, ne? Funktioniert das nicht mehr? Shit. Oh Mann. So, ich kann ja auch am Rand lang laufen. Ja, dann. Ist auch alles cool. Na, komm, probier ja. Hey, also. Ich denke mal, da das da nichts bringt, müssen wir hier lang. Irgendwie da so durch, so. Das ist das Einzige, was irgendwie noch Sinn ergibt gerade, ne? So. Hier geht's zurück. Hier kommen wir hier runter. Ja, bestimmt hier durch jetzt. Ich höre Gegner. Da komme ich nicht rein. Nur von der anderen Seite, oder wie? Ach, der klemmt doch an der Decke. Na super, gestorben. Naja.
Machen wir jetzt Energie wieder, indem wir wieder diese Adler abschießen hier. Und dann geht's weiter. Ja. Leg dich mal schön schlafen und gib uns Munition. Wow. What the hell? So ein Laserteil hier. Oh, zerstört. Okay. Bestimmt hier rum, ne? So aus. What the fuck? Mal Ruhe hier, Jungs. So, irgendwie sieht das aus, wie wo wir eben gerade schon mal waren, ne? Oh, shit. Hier ist was los wieder. Noch mal eins. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wieder irgendwo schießen, dass ich die Seite wechsle irgendwie hier. Irgendwie wird es eine Lösung geben. Ja, heil mich mal. Halbwegs unnötig. Das bringt ja nichts, ne? Soll das jetzt hier weitergehen? Ich gehe jetzt noch um die Ecke, alles klar. Ja, irgendwie müssen wir wieder wogegen schießen, dass wir die sozusagen Erdanziehungskraft umdrehen. Ja, dass wir mit den Füßen an der Decke laufen. Aber wo soll hier so ein Teil sein? Ich sehe nichts. Oder ich bin wieder blind und ihr seid schon am Lachen, weil ihr es gesehen habt. Das weiß ich nicht. Holy crap. Da irgendetwas? Das ist Munition an der Wand, ja. Wie soll man das machen, hm? Achso, jetzt bin ich hier dahinter, okay. Und hab automatisch die Anziehungskraft gewechselt. Das ist auch nett. Dann gucken wir nochmal hier. Ja, wird schon laufen, ne? Ja, oder auch nicht. Bin ich hier wieder zurück. Na, mal gucken, das schien ja nicht so verkehrt zu sein hier. Vielleicht wieder hier zurücklaufen? Nein, dann kommen wir nur wieder zurück, okay. Oh, gute Frage, ne? Hier ist noch so ein Teil. Oh, ja, was?
Boah. Ey. Hört mal. Ah, okay. Ja, verstehe. Da gibt's einen Code. 2724. Okay. Also durch die Tür hier. Bisschen Ammo. Jo, denn 27, 24. It's cold in here. Und es ist kalt, okay. Ja, ich ahne etwas. Denn da sind wir doch da draußen lang gelaufen irgendwann in den vorigen Folgen. Hinter dieser Scheibe hier unten, oder den Scheiben. Ja, das habe ich mir doch gedacht, dass sowas hier kommt jetzt. Oh, da müssen aber noch mehr sein als wie nur einer. Da ist noch einer. Ja, schön vorgesorgt hier, ja? Okay. Da ist noch einer. Boah. Orion Freeloot, Dinosaurier. Was? Scheiße. Gib Ruhe. Noch einer. Boah. Ja, haben wir auch. Ein bisschen Licht machen hier. Bringt aber nichts, nicht wirklich viel. Das kann ja noch was geben hier. Achso, irgendwie müssen wir das wahrscheinlich aktivieren. Hier ist ein Knöpfchen dafür, okay. Jo, dann gucken wir mal weiter, wa? You're on the air with Arkfell. Hi, this is Alex from Lubbock. Another caller from Texas. What's going on, Alex? That guy from Garland wasn't faking, Art. I can see a bunch of lights, too. So you're seeing them, too? Yeah, Art. They're pretty high in the sky to the south of my house. Oh, gosh, my dog's going nuts. Down, boy! What part of Lubbock are you calling from? I live just north of town, so the lights must be right over Lubbock, but pretty high up. Can you describe them for me? Yeah, Art. There are about five of them. A big green one with three little red ones kind of spinning around it. You said there were five. Yeah, there's a big white one just over the green one, and wow, hat nicht mehr geraucht, they ja. just merged, and the white one just shot off into space. Wow. So, wir müssen dann was aktivieren. Well, okay. Now the red one's just sped off in all directions. Yo, sacrifices. Okay. Dann lade mal eine Runde und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin, haut rein.